Ja, Freunde, willkommen zurück zu Pokémon Smaragd Randomizer Nuzlocke Challenge. Wir setzen heute unsere Reise im Schiffswrack fort und ja, werden danach uns noch auf den Weg in Richtung Malvenfroh City begeben, wo wir noch das eine oder andere zu tun haben. Hier ist es doch wirklich lustig, nicht wahr? Ich bin total aufgeregt. Ich dachte jetzt, er will kämpfen oder so, aber gut. Was befindet sich hinter dieser Tür? Wir sind... warte mal, gibt es hier irgendwas leer? Kann man sich in den Betten ausruhen? Scheinbar nicht. So. Was bringt dich hierher? Das ist bestimmt die schiere Neugier. Ah, ich wurde entdeckt, hä? Okay. Ranger, Jacqueline und Entrepreneur Joe. Myrapla und Magnetilo. Das hört sich an wie eine machbare Kombo. Ich würde sagen, Red und Tadel sind auf jeden Fall bereit dafür. Hitzekoller gegen Magnetilo sollte definitiv reichen. Und Tentoxa wechselt mal lieber aus. Da würde ich sagen... Komm, Killua. Killua ist noch auf Level 29. Killua kann noch die paar Erfahrungspunkte gebrauchen, okay? Okay. Ich bin mir relativ sicher, Glut hätte auch gereicht, aber Hitzekoller ist einfach so viel cooler. Wobei, ich sollte sparsam mit den AP sein. Das ist eigentlich gerade nicht so intelligent, aber egal. Was soll's. Fukano. Och nö, Bedroher. Muss das wirklich sein? Muss das wirklich sein? Stachelspore auch noch, oh Junge. Wie hart will man eigentlich zwei Pokémon beeinträchtigen? Muss das denn wirklich sein? Ach ja, Fun Fact, man kann hier die KP sehen. So viel dazu. Indem man auf Start drückt. Warte mal, wie viel? Ja, komm. Hitzekoller gegen Myrapla und Schockwelle gegen Fukano. Weil ich glaube, nach dem Special Attack Drop von Hitzekoller reicht Glut nicht mehr gegen Myrapla. Ich bin mir aber nicht sicher. Tadel erreicht Level 18! Säure. Oha, wie es einfach beide Pokémon trifft. Krass. Krass, okay. Okay. Und Red ist paralysiert. Was? Warte mal. Nee, dann würde ich tatsächlich eher Glut einsetzen, weil... Dann können wir es ja mit beiden Pokémon treffen. Schon wieder! Was? So, jetzt aber. Okay, der Biss hat gereicht. Was kommt als nächstes? Schnäppke. Dagegen sollte eigentlich auch eine Glut reichen. Okay. Ohne Special Attack Drop hätte eine Glut gereicht, aber so müsste es auch gehen. Ach, Junge, Schutzschild. Warum? Das ist so dumm. Ich hasse es, wenn Pokémon Schutzschild einsetzen, weil es halt einfach nur unnötiges Gestorle ist. Also Schutzschild kann sehr, sehr sinnvoll sein, aber nicht in so einer Situation. Es ist einfach dumm. Es ist einfach wirklich dumm. Es ist halt wirklich einfach nur unnötige Zeitverschwendung in so einer Situation. Du bist so ein starker Trainer. Ich werde dich zur Erinnerung im Pokénav eintragen. Kannst du mich vielleicht nicht vorher einfach mal fragen? Ich will das vielleicht auch einfach nicht. Warte mal, hier. Ah, okay, wir können nicht durch die Löcher fallen. Das ist schon mal interessant zu wissen. Dass wir der Schwerkraft trotzen. Hä, hey, lol, von da kamen wir doch gerade. dann können wir hier noch runter. Was ist hier drin? Die Tür ist verschlossen. Lager steht auf dem Schild. Ich glaube, da bekommen wir irgendein Item. Und wir müssen halt den Schlüssel zuvor finden. Aber na gut. Ace Trainer Jonathan setzt Pupita ein. Sehr interessanter Soundeffekt an der Stelle. Doppelkick. Okay. Das war ein nicht ganz zu unterschätzender Steinhagel. Glücklicherweise hat Logok noch den zwei Typen Kampf. Ansonsten wäre das problematisch gewesen. Level 30.
Formeo. So sieht man sich wieder. Mr. Unnützes, schwebendes Hinterteil mit Gesicht. Und es geht in die Regenform. Oh, was? Der Doppelkick reicht nicht. Der Doppelkick reicht nicht, okay. Oh, und warte, es hat Regentanz. Ja, okay, wenn es jetzt irgendeinen Wassermove hat, dann haben wir ein Problem, ne? Ja, dann sollten wir vielleicht tatsächlich wechseln. Außerdem sind wir paralysiert. Das müssen wir gleich beheben. Hagelsturm. Wäre ich einfach drin geblieben. Aber gut. Hagelsturm. Es switcht einfach ohne wirklich irgendeinen Sinn zwischen den Wetter-Stages hin und her. Schockwelle. Und das sollte es dann gewesen sein. Ich wäre enttäuscht, wenn nicht, um ehrlich zu sein. So. Tadel erreicht Level 19. Tadel versucht, Säure zu erlernen. Okay, warte mal. 15 kann Gegner vergiften. 40 und senkt eventuell die Verteidigung. Würde ich tatsächlich Säure nehmen. Okay. Das haben wir. Vor allem trifft Säure beide Gegner im Doppelkampf, wie wir gesehen haben. Also ist, denke ich, ganz sinnvoll. Vor allem, da es halt in Höhen so viele Doppelkämpfe gibt. Hier rein? Der möchte scheinbar nicht kämpfen. Da ist ein Item. Wir können uns halt wirklich in den Betten nicht ausruhen. Top-Genesung. Okay, das ist interessant. Möchte der kämpfen? Jaha, ein Schiff! Das hört sich halt sowas von an wie, Conan in diesen Situationen, wo er jedem weismachen will, dass er eigentlich kein Superdetektiv ist, sondern einfach nur ein sechsjähriges Random-Kind, nachdem er irgendwelche kranken, Kombinationen aufgestellt hat, um den Täter zu entlarven und sich jeder so denkt, irgendwas ist mit diesem Jungen nicht in Ordnung so. Dann muss er immer zwischendurch so den Sechsjährigen raushängen lassen und sagen, Yippie, wir fahren Auto! Oder so, was niemals irgendein Sechsjähriger irgendwann in der Geschichte der Menschheit gesagt hat. So, aber das ist immer so dann der Moment, in dem er den Leuten weismachen will, hey, ich bin eigentlich nur ein Kind, okay, ist alles in Ordnung. Ja, finde ich immer sehr lustig. Das war jetzt genau das, was er in der Situation sagen würde. Warte mal. Das Problem ist, wenn wir Surfer einsetzen, dann treffen wir alle. Auch Logok. Und außer... Ja, keine Ahnung. Nee, komm, wir wechseln lieber trotzdem, ja. Wechseln wir Scaramon ein. Ruckzuckhieb. Hey, guck mal, Logok. Das ist ein Jungglut. So ein Loser bist du auch mal gewesen. Beziehungsweise eigentlich nicht. Wir haben uns direkt als Logok gefangen. Und wenn wir ein Jungglut gehabt hätten, dann hätte es sich nicht zu Logok entwickelt. Weil wegen Randomizer und so. Aber theoretisch bist du das mal gewesen, okay? So. Die beiden hätten wir also auch besiegt an der Stelle. Und was ist hier? Eine Apikobeere. Was auch immer das sein soll. Oh, da sind noch zwei. Okay, wir sollten wirklich mal ein bisschen hier Arzneimittel verteilen. Paraheiler, Supertrank. Ja, okay, das war's eigentlich schon. So, ab in den nächsten Doppelkampf. Weil wir es können. Und was habt ihr zu bieten? Oh, die sehen aber süß aus. Mom und Pop, Joe und Max. Okay. Sengo und Krakelo. Das klingt halt wirklich wie so ein typischer Höhlen-Doppelkampf. Das klingt überhaupt nicht nach Randomizer. Okay. Doppelkick gegen Krakelo. Und, komm, Tentoxa bleibt jetzt mal drin, okay? Säure einfach gegen beide.
Einfach ein Doppelkick hat gereicht. Aber das ist immer so devastating. So, ich muss gar nicht meine volle Kraft einsetzen. Das ist immer so. Oh nein, Schwerttanz. Okay, das wird jetzt langsam gefährlich. Okay, das ist nicht. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wie viel Schaden macht diese Säure? Nicht gerade sonderlich viel. Aber der Doppelkick von Logok sollte dennoch reichen. Schon wieder. Wobei, wer weiß, ob es ohne den Chip-Damage von Säure mit nur einem Kick gereicht hätte. Vielleicht hätten wir dann tatsächlich den Doppelkick auspacken müssen, okay? Du machst mich echt wütend. Ich werde dich im Pokénav eintragen. Findest du es nicht ein bisschen unangebracht, mir deine Nummer zu geben, wo gerade dein Freund neben dir steht? Aber okay. Ist nicht mein Problem. Ich habe nicht gefragt, okay? Ich wurde ja nicht mal gefragt. Wenn ich gefragt worden wäre, hätte ich Nein gesagt. Ich werde ja hier nie berücksichtigt, okay? Ich habe einfach kein Mitspracherecht. Und das finde ich echt unfair. Das finde ich wirklich unfair. Gent, Christine. Arbok. Ach nein, Bedroher. Aber hey, in solchen Situationen haben wir jetzt Hitzekoller. Das ist einfach so eine absurd starke Attacke für diesen Punkt im Spiel. Das ist halt wirklich einfach zu viel. Ich weiß nicht, warum ich das nicht schon viel früher gemacht hatte. Ich glaube, ich hatte vermutet, dass wir eventuell irgendwas anderes finden, was Hitzekoller einsetzen kann. Aber was sollte man... Also Hitzekoller ist für mich sowas von... Einfach die Attacke für Logok. Also ich weiß es nicht, also... Irgendwie wäre mir da nie in den Sinn gekommen, welches andere Pokémon soll denn das lernen? Ich untersuche das Schiff im Auftrag von Captain Brick. Er hat mich auch beauftragt, einen Scanner zu finden, aber ich habe ihn noch nicht gefunden. Wenn das jetzt hier der Scanner ist... L-Schlüssel. Dieser L, das bin ich. Okay, dann, Dann, sollten wir mit diesem Schlüssel versuchen, das Lager aufzuschließen, denn ich denke, dafür steht das L. Und? Die Tür ist offen. Was haben wir hier? Eisenschweif. Interessant. Haben wir irgendwas, was Eisenschweif erlernen kann? Ja, haben wir tatsächlich. Lass mich mal überlegen. Okay, Gewaldrohr hat den höheren Angriffswert. Ja, ich weiß nicht. Was wollen wir denn da vergessen? Vielleicht Verfolgung? Ich bin mir halt etwas unsicher. Ich glaube nicht, dass Pursuit Trap für den Rest der Challenge wichtig sein wird. Ruckzuckieb vielleicht. Wobei, Gewaldrohr ist sowieso schneller als alles andere, oder? Also ich meine, wird es realistisch betrachtet jemals ein Pokémon geben, was schneller sein wird als Gewaldrohr? Ist halt so die Frage, ne? Bin ich mir ehrlich gesagt ein bisschen unsicher. Vielleicht ist dann Verfolgung doch sinnvoller. Na komm, lassen wir es einfach ruckzuckieb vergessen, jetzt mal ernsthaft. Als ob jemals irgendein Pokémon schneller sein wird als Gewaldrohr. Und wenn doch, dann ist ganz sicher nicht der Ruckzuckieb der ausschlaggebende Punkt für den verlorenen Kampf, okay? Warte mal, aber wir müssen doch auch im Schiffswrack irgendwas fangen können. Also ich bin mir relativ sicher, dass man hier irgendwie angeln konnte oder ähnliches. Irgendwie müssen wir doch hier... Warte mal, da waren wir ja schon drin. Da geht's runter. Da sind wir aber noch nicht hochgegangen, glaube ich, oder? Waren wir hier schon? Hier raus. Da hoch. Gut, hier waren wir schon. Dann geht's ja nur hier. Und hier in die Tür. Da sind die. Okay, hier. Ich hab das Gefühl, egal was wir hier machen, das bringt uns alles nicht weiter.
Ah, hier sind auch noch Türen. Aha, guck mal, da ist doch Wasser. Rechts nebenan ein Edelbrief. Warte mal, hier, was ist hier? Da ist ein Trainer. Ist es überhaupt ein Trainer? Was will der überhaupt? Mir wird schon übel, sobald ich ein Schiff nur betrete. Es bewegt sich zwar nicht, aber... Okay, deswegen steht er also am Mülleimer. Muss sich übergeben, der Gute. Ich glaube, da kann man sogar tauchen, oder? Das können wir jetzt an dem Punkt noch nicht, aber... gut, dann surfen wir hier halt kurz. Einfach im Schiff surfen. So, mal schauen. Was finden wir denn hier im Schiffswrack? Oh mein Gott! Was? 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 Okay. Wow. Wow. Was sind das für Encounter? Wir sind ja noch gar nicht dazu gekommen, das Dragoran vom letzten Mal ins Team zu nehmen, weil wir noch gar nicht in irgendeiner Stadt gewesen sind. Und dann treffen wir auf Milotic? Okay. Immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Ey, das ist heftig. Das ist noch heftiger als Tentoxa. Als Wasser-Pokémon. Und vor allem ist es schon so hoch gelevelt. Oh mein Gott. Jetzt dürfen wir uns aber auch nicht ausnocken lassen, ist das Problem. Oh nein, Aquavelle. Nein, 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 oh mein Gott! Was ist hier los? Was ist das? Oh mein Gott, okay. Ja, ganz in Ruhe. Gewaldro. Ach nein, es kann Genesung. Das kann jetzt kritisch werden. Das kann kritisch werden. Ich kann halt überhaupt nicht abschätzen, ob es eine Laubklinge überlebt oder nicht. Ich will es auch nicht riskieren, um ehrlich zu sein. Natürlich geht der Eisenschweif daneben. Och Mann! Nein, wir dürfen uns Milotic nicht durch die Lappen gehen lassen. Das darf einfach nicht passieren. Oh, das macht gar keinen Schaden. Aquavelle. Okay, ganz ruhig. Ganz, ganz ruhig. Super Trank. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Und wir haben alle Tränke der Welt. Okay? Wir haben eigentlich gar keinen Grund, uns jetzt hier zu beeilen. Das Problem ist halt, wie gesagt, nur Genesung kann früher oder später echt nervig werden. Wie viel Schaden macht Verfolgung? Nicht gerade viel. Heilung hat es auch noch. Okay. Vielleicht haben wir Glück. Tauchball. Fängt besser Pokémon auf dem Meeresgrund. Ja, auf dem Meeresgrund sind wir ja nicht, aber... Komm. Vielleicht haben wir Glück, wie beim letzten Mal. Eins. Zwei. Drei. Was ist das denn? Es klappt beim ersten Mal. Was haben wir für ein Glück? Was haben wir für ein Glück in letzter Zeit? Man sagt, es lebe am Grund von großen Seen. Da es als das schönste aller Pokémon gilt, wurde es schon oft gemalt und als Statue dargestellt. Oha. Oha. Möchtest du dem Milotic einen Spitznamen geben? Ja, selbstverständlich. Ich meine, es ist ja das Pokémon der Schönheit, haben wir ja gerade noch erfahren, okay? Und ich meine, es hat rote Haare, also ja. Ariana, das muss sein, okay. Sorry dafür. So. Gut. Was waren das? Dragoran und Milotic, Alter. Was zur Hölle? Also bei allem Pech, was wir... Ja, eigentlich hatten wir gar kein Pech. Aber bei allen Encountern, die wir bisher hatten, waren das, glaube ich, mit die heftigsten. Und wir hatten schon einen Raikou.
Aber die kamen so, beide hintereinander. Wisst ihr, was ich meine? Das war so heftig jetzt. Das ist kaum zu glauben. Chef Cristiano und Ace Trainer Wellington. Lawblood. Oh nein, das ist ein Doppelkampf und die haben beide 6 Pokémon. Also die haben beide 3 Pokémon, also insgesamt 6 Pokémon. Das kann unangenehm werden. Das kann sehr, sehr unangenehm werden. Oh mein Gott. Seht ihr, wie viel Fan-Favoritism an diesem Kampf beteiligt ist? Wir haben 2 Starter-Pokémon. Wir haben die Entwicklung von Pikachu. Du bist nicht qualifiziert, Raichu. Und Tentoxa ist halt Tentoxa. Okay, ja, das passt irgendwie gar nicht zu dem Rest. Aber egal. Ich denke, wir sollten hier erstmal auf Glut gehen, okay? Wir lassen es langsam angehen lassen. Wir lassen es langsam angehen. Nicht, das Lassen hatten wir schon in dem Satz. Warte mal, Säure ist... Naja, aber wenn Lorblatt eine Pflanze... Nee, warte mal, es ist ja neutral gegen Pflanze, wegen Gift. Aber Elektro... okay, nee, Tentoxa ist für diesen Kampf nicht gemacht. Leider. Leider. Ich habe erst überlegt, aber nee. Das ist nicht sein Spezialgebiet. Aber kein Problem. Rio übernimmt gerne deinen Posten. Da reicht die Glut nicht ganz. Oh nein, Reflektor. Gut, also Glut gegen Lorblatt müsste ja definitiv reichen. Und Durchbruch gegen Raichu durchbricht den Reflektor. Hypertrank! So spielen wir also. Okay. Okay. Ist okay. Dann durchbrechen wir halt einfach dein Screen. Ich meine, was du kannst, das können wir schon lange, okay? Und zwar 10-mal besser als du. Tuddle erreicht Level 21. Jetzt haben wir Tuddle die ganze Zeit gelevelt, aber ich habe so das Gefühl, dass Tuddle seinen Stammplatz verlieren wird an eine gewisse rothaarige Seeschlange. Und könnt ihr mir das wirklich verübeln? Denkt drüber nach, okay? Denkt drüber nach. Könnt ihr dem guten C zu dem K das wirklich verübeln? Ich liebe Tentoxa, okay? Ist wirklich ein Pokémon, was ich sehr, sehr mag. Aber Milotic, das ist einfach ein Zeichen der Götter, okay? Das ist ein Zeichen der ägyptischen Götter, okay? Um noch einen Step weiter zu gehen. Ach, Junge. Pokémon mit Bedroher sind doch einfach das Nervigste aller Zeiten, oder? Pokémon mit... Ohne, wer hat sich das ausgedacht? Wer hat sich die Fähigkeit Bedroher ausgedacht? Ohne Witz. Das ist so... Also, wenn man sie selber hat, ist es cool. Aber wenn der Gegner ist, ist es einfach... Wer hat sich das ausgedacht? Wer hat sich das... Das ist wieder so ein richtiger Adrian-Move. Ich wette, derjenige, der sich das ausgedacht hat, ist entweder selbst ein Adrian oder ist mit einem Adrian direkt verwandt, okay? Ersten Grades. Deshalb würde ich sagen... Hitzekoller, okay? Wir kennen hier gar keine Gnade mehr. Durchbruch gegen Arcani. Spezialangriffsdrop. Und jetzt hau den heftigsten Durchbruch raus, den du jemals rausgehauen hast, Scaraborn. Ach Junge, alles wegen Bedroher. Nein, nicht Hitzekoller. Doppelkick. So. Reicht das? Nein. Ach Mann. Dann hätten wir direkt dem nächsten Pokémon was mitgeben können, aber gut. Soll mir recht sein. Was kommt als nächstes? Oha, das sind wieder mal ganz andere Erfahrungspunkte hier. Omot. Komm, unser letzter Hitzekoller. Und Felsgrab. Also wenn dieses Omot das überleben sollte, auch nur ansatzweise, dann läuft hier irgendwas schief. Kennt ihr das Gerücht, dass Omot eigentlich die Weiterentwicklung von Zafcon sein sollte und Smedbo die Weiterentwicklung von Blutzug? Was einfach total Sinn ergibt aufgrund der optischen Ähnlichkeit von Blutzug und Smedbo. Keine Ahnung, also ich habe darüber als Kind nie nachgedacht, aber seitdem ich es gehört habe, es ergibt einfach Sinn. Also ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Das ist einfach Fakt, okay? Hack-Attack. Okay, das verstärkt, glaube ich, Flugattacken, aber wir haben keine Flugattacken, also ja. Ich bin am überlegen, Tentoxa den EP-Teiler zu entziehen.
Weil ich bin mir relativ sicher, dass wir es gleich aus dem Team rausnehmen werden und in der Hinsicht braucht es nicht noch unbedingt Erfahrungspunkte, wisst ihr? Dann können wir die Erfahrungspunkte, die wir jetzt noch sammeln, halt einfach anderen Pokémon auf diese Art und Weise zukommen lassen. Wir verteilen hier auf jeden Fall den ein oder anderen supersten der Tränke. Sie sind so super, dass man sie sogar einsetzt, selbst wenn ein Pokémon nur 16 KP fehlen. Ich glaube, um Geld zu sparen, sollten wir wirklich auch normale Tränke kaufen. Weil ansonsten sind diese Supertränke einfach gewastet, aber egal. Ist auch immer so ironisch zu sagen, ne? Um Geld zu sparen, sollten wir was kaufen, aber ihr versteht, was ich meine. Logok. Das kommt mir irgendwoher bekannt vor. Den Kollegen habe ich schon mal gesehen. Doppelkick! Ich bin mir sicher, es hat noch Schnabel und es wird das Schnabel einsetzen. Nein, es setzt auch Doppelkick ein. Ha! Deine Doppelkicks haben gar nichts, aber auch wirklich gar nichts gegen die Doppelkicks von Red auszusetzen, okay? Schämst du dich nicht? Schämst du dich nicht, uns mit dieser Schwäche gegenüberzutreten? Jeder Anime-Antagonist jemals. Rio nach vorne. Oder Beerus nach vorne. Beerus hat lange kein Training mehr gehabt, aber keine Ahnung. So. Wir sind total ineinander verliebt. Unsere Romanze wärmt ganz Höhen. Ja, mir wird auf jeden Fall auch ganz warm. Vielleicht liegt es aber auch einfach nur daran, dass draußen literally 30 Grad sind oder so. Evoli und Hubelupf. Das sollte machbar sein. Das sollte tatsächlich machbar sein. Schockwelle. Und Durchbruch. Oh, Durchbruch hat nur noch 3 AP. Und? Na. Es ist halt jetzt echt irgendwie ein bisschen doof zu wissen, dass diese ganzen Erfahrungspunkte, die auf Tentoxas Konto geflossen sind, einfach für die Katz gewesen sind, weil wir ein besseres Wasser-Pokémon gefangen haben. Besser sei dahingestellt, aber ihr versteht, was ich meine. Ja. Keine Ahnung. Jetzt hätte man wahrscheinlich alle anderen Pokémon safe noch ein, zwei Level höher gehabt, aber gut. So läuft das halt manchmal auch. Wir müssen jetzt aber gleich auch mal... Oh nein. Gegengift. Wir müssen jetzt aber gleich auch mal langsam in... Ich wollte gerade sagen. In Graffitport City angekommen sein. Hier werden wir jetzt mal eben ins Pokémon Center gehen. Hier haben wir auf jeden Fall was zu erledigen. Und zwar... Müssen wir was am PC machen. Also, folgende Sache. Wir vergleichen mal eben. Okay, Tetoxa ist auf Level 22. Das ist jetzt vielleicht etwas unfair, aber trotzdem. Ich würde sagen, die Konversation kann nur in eine Richtung gehen, okay? Heilung, Aquawelle, Windhose, Genesung. Oh, das ist ein tanky Pokémon, okay? Und es hat Genesung und es hat Aquawelle und es hat Windhose und es hat alles. Und es ist... Es kann natürlich auch Surfer lernen und es tut mir wirklich leid, Tentoxa. Ich hätte dich wirklich gerne im Team gehabt, aber da bin ich halt einfach machtlos, okay? Blaue Flöte. So viel dazu. Und bei Dragoran ist halt das Ding...
Ich würde es auch gerne ins Team nehmen, aber A, es frisst sehr viele Erfahrungspunkte. B, es hat jetzt noch nicht allzu viele nützliche Moves und ich müsste erstmal schauen, was für Moves es noch lernen kann. Und C, Beerus existiert, okay? Ich will erstmal schauen, zu was sich Beerus entwickelt. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es irgendwas Krasseres wird als Dragoran, aber dennoch will ich einfach schauen, zu was es sich entwickelt. Und dann können wir eventuell drüber nachdenken, Dragoran mit ins Team zu nehmen, okay? Aber so würde ich sagen, ersetzen wir jetzt erstmal nur Tentoxa durch Milotic. Okay? Das ist, denke ich, fürs Erste genug. Und ansonsten könnt ihr mir natürlich gerne in die Kommentare schreiben, was ihr an dem Team ändern würdet. Aber das wäre jetzt erstmal mein Plan. Wie kommen wir jetzt nach Malvenfroh? Einfach immer nur geradeaus. Okay. So. Ah, warte mal. Wenn wir schon dabei sind, wenn wir jetzt eh noch hier vorbei müssen, dann, warte mal, wo kriegen wir nochmal, ach nee, Malvenfroh City ist ja schon richtig, ah, was, nein, Sekunde, Malvenfroh City war ja schon richtig. Hier lang. Ach, jetzt kein Bock auf wilde Pokémon-Kämpfe. Pandir. Kein Mensch hat jemals gefragt. Und ja, es gibt Milliarden verschiedene Versionen von Pandir. Aber das macht es trotzdem nicht interessanter, okay? Das sind dann einfach Milliarden verschiedene Formen eines uninteressanten Pokémon. Und dementsprechend einfach verschwendeter Speicherplatz, okay. Wobei ich mir eigentlich relativ sicher bin, dass es gar nicht mal so viel Speicherplatz verbraucht, aber gut. Ich würde jetzt wirklich gerne einfach nach Malvenfroh City, okay. Ist das zu viel verlangt? Ach, Junge, Mann! Nächstes Mal sollte ich mir definitiv Schutz kaufen. So, Malvenfroh City. Der Kollege hat uns was zu erzählen. Oh, C zu dem K, du siehst aus, als hättest du Mumm. Das ist sehr gut. Hehehe. Gut, ich habe es entschieden. Du tust mir einen Gefallen. C zu dem K, Malvenfroh City hat einen unterirdischen Bereich, der neu Malvenfroh heißt. C zu dem K, ich schicke dich jetzt da hinunter, damit du den Generator ausschaltest. Der Generator ist kurz davor, heiß zu laufen. Das ist sehr gefährlich. Hier hast du den Schlüssel für neu Malvenfroh. Danke, dass du mir einfach mal den Schlüssel zur Stadt gibst. Mach dir keine Sorgen, man kann das nicht gerade eine Herausforderung nennen. Der Eingang zu neu Malvenfroh ist eine kurze Surfstrecke von Route 110 entfernt. Das ist alles. Okay. Das bedeutet, bevor wir uns auf den Weg in die nächste Stadt machen, haben wir zwei Dinge zu tun. Zum einen müssen wir nach Neu-Malvenfroh den Generator abschalten. Da können wir noch ein Pokémon fangen. Und wir müssen in den Wunderturm, der sich, wenn mich nicht alles täuscht, quasi über uns befindet auf der Route. Also hier in der Wüste. Sekunde, dafür müssen wir da oben, okay? Da, wo wir letztes Mal gewesen sind, aber nicht rein konnten. So, ich finde, das sind zwei Ereignisse, die wir uns fürs nächste Mal aufsparen können. Also nächstes Mal neue Malvenfroh und Wüste und danach geht's dann weiter zum nächsten Orden, okay? Für heute würde ich sagen, war das Ganze schon recht erfolgreich. Ich meine, wir haben ein neues Teammitglied. Über das man sich nicht gerade beschweren kann, okay? Also, falls euch das Video gefallen hat, wir hätten jetzt gerne eure Geräte-Zauberkarte, den Daumen nach oben und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal.